Ich mag ja diese Sniper gar nicht. Wir können aber mal einfach zum Vergleich mal mit einer Sniper spielen. Hier schnell Munition holen. Zack. Die macht natürlich zum leichten Maschinengewehr etwas mehr Schaden, aber auch nicht wirklich so der Hit. Besonders bin ich auch nicht so der Sniper oder Sniper-Spieler. Jetzt weiß ich natürlich nie hier, was ich hier machen soll. Also wie gesagt, das wäre jetzt der Sniper und wer sonst Sniper gerne spielt und wirklich die ganze Zeit... Na, wo kommt denn der jetzt her? Ich bin auch mal eine Blindfisch, also ehrlich. Irgendwie... Ich glaube, wir beide haben eine strahlende gemeinsame Zukunft vor uns. Das Rettungsteam ist sicher. Es geht jetzt in die New Freedom. Du hast wohl Grant davon überzeugt, dass wir Archenjäger hier nützlich sein können. Du kannst einen der Runner nehmen. Hol ihn im Hauptquartier auf dem Weg nach unten ab. Sonst brauchst du bessere Stiefel und wesentlich mehr Waffen. Also wie gesagt, wir haben unser Mount bekommen. Allerdings, wie gesagt, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall wechseln. Wieder zu meiner Waffe. Zu meinem LMG. Jawohl. So, die macht natürlich mehr Spaß. Und jetzt holen wir uns unser erstes Mount ab. Geht eigentlich recht schnell. Wo müssen wir hier hin? Hier runter. Denn mit einem Mount rumzufahren macht einfach viel, viel mehr Spaß. Wobei man muss hier wirklich sagen, Fahrzeuge sind des Mounts, gibt es nicht wirklich. Also hier kann man weder fliegen noch ja, schwimmen oder wie auch immer. Beziehungsweise schwimmen können die Charaktere schon. Es gibt ein, zwei Missionen, wo man im Wasser Bomben entschärfen muss. Aber wie gesagt, aus anderen MMOs ist es ja bekannt. Cool. Wir haben mit den Zugriff auf einen Runner. So. Du kannst ihn benutzen, wann immer du willst, um schneller voranzukommen. Ein Arzt hat Vorräte in der Accord Medical Clinic gefunden. Er sagte, dass dort überall Mutanten sind. Bring ihn dort hinein, damit er das Zeug besorgen kann. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier verkaufen. Verkaufen. Dazu werden wir diese verkaufen hier. Doppelklick. Und diese hier. Weg damit. Was sollen wir? Haben wir schon 1100. Dann kaufen wir uns jetzt erstmal ein Hämmchen. Was haben wir hier? Im Kopfschutz, Infanterie, Schrottplatz, Stadt, Überlebenskünstler, Unterwelt, Grenzloser. Dazu müsste man vielleicht mal, ich gehe mal ein bisschen weg hier von dem Gerät. Gibt es hier irgendwo, wo waren das? Also wie gesagt, man hat hier viele Möglichkeiten zum Shop gehen. Das ist natürlich der Nachteil. Defiance kostet kein Geld im Monat, aber man hat einen Ingame-Shop, der aber auch nur wirklich kosmetische Sachen wie Boost, Saves, Fahrzeuge. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge, die man sich kaufen kann. Wir haben jetzt hier so einen bekommen, ja, den gibt es dann halt in verdammt vielen Farben. Hier ist schon ein Offroad-Renner, die sind eigentlich nicht schneller, sondern es ist einfach nur rein die Optik. Ja, ich schalte die mal kurz durch in verschiedenen Farben. Die kann man auch im Spiel natürlich erwerben gegen Credits, gar keine Frage. Aber man kann die auch gegen Real Geld kaufen, die aber jetzt nicht wirklich Vorteile bringen. Also ich gehe jetzt mal trotz allem hier die Fahrzeuge nochmal durch. Hier, die finde ich besonders schick und modern. Die werden wir uns später im Verlauf des Videos auch kaufen. Also wie gesagt, einfach nur kosmetische Dinge, die es hier gibt. Ja, ich schalte mal schön alles durch. Dann haben wir hier die Kleidung. Auch so eine Sache, wie man sich halt anziehen kann. Ist immer Geschmackssache. Ich bin immer so mehr so neutral, nicht so ein Hightech-Mister. Passt irgendwie nicht. Also hier, sowas sagt mir schon wieder eher zu.
Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier den Fallschirmjäger. Obwohl er ja gar nicht als Fallschirmjäger aussieht. Na, das wird alles schon Richtung Star Wars gehen hier. Superheroes. Nachtbürscher. Der Ingenieur. Auch nicht schlecht. Hier ist wieder meine Kategorie, die ich wieder bevorzugen würde. Der Pirscher sieht auch nicht schlecht aus. Oder hier aus Guild Wars 2, der Ingi mit dem Flammenwerfer. Dann haben wir hier Stadtkommando. Also wie gesagt, es gibt schon verschiedene, wirklich verschiedene Rüstungen, die man sich zulegen kann. Aber auch diese Rüstung kann man alle im Spiel finden, looten. Oder, wie gesagt, mit anderen Spielern handeln. Finde ich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also das ist so hier mein Stil eher. Oder dieser hier. Eher etwas schlichter und nicht so, ich bin Mega Man. Ja. Jetzt haben wir sie bald alle durch. Die E-Raps-Spione. Uns jetzt hier Gebirgsjäger oder hier, das ist natürlich ein ganz, ganz schickes, ne? Gebirgsjäger-Aufspürer. Der Nieter, alles umnieten. Predator. Also wie gesagt, für jeden etwas dabei, nur nicht für mich. Ich wollte jetzt gerade nach dem Kopfschutz gucken. Stadtkommando. Also hier gesagt, nur die Helme. Waldaufspürer auch ein ganz, ganz cooles Feature. Hier ist schon wieder eher meine Richtung. Schrottplatzsucher. Werksingenieur. Abfangjäger. Fallschirmjäger. Also wirklich, wirklich eine Handvoller. Masken, aber ich verdammt. Hab doch eben geguckt, was gibt's denn da im Angebot? Der Unterweltgesetzlose interessiert mich. Dann werden wir uns den mal anschauen, den Unterweltgesetzlosen. Wo haben wir ihn? Wenn man ihn braucht, findet man natürlich nicht. Huh. Schon kurios. Der ist da gar nicht drin. Ach, man kann ihn auch betrachten. Na toll. Hätte mir auch mal einer sagen können. Erste, zweite, dritte Beta gespielt und bis jetzt die Betrachtenfunktion auch wieder da unten, wieder ganz in der Ecke. Schon ganz schön komisch, oder? Ja, das ist doch hier schon genial. Den kaufen wir uns. Oder den hier. Genau, den nehmen wir.